Ja, jetzt bin ich gerade in Sachen Nostalgie unterwegs, ne? Habe ich am Dachboden eine alte Kiste gefunden. Da habe ich die Jahrgänge aus den 70er Jahren und 80er Jahren von Automotorsport immer gesammelt, ne? Und dann liegen die da oben in der Kiste. Und jetzt habe ich da reingeguckt und fisch mir eins raus und was sehe ich? Heft 6 vom 14. März 1979. Also man kann fast sagen, fast 40 Jahre, genauer gesagt 38 Jahre, hat man sich schon mit dem Thema Diesel befasst. Ne? Und sie fahren heute noch. Ne? Nur heute traut man sich ja fast ja nicht, seinen Diesel anzulassen, weil die Leute alle denken, oh, was kommt da alles hinge raus. Ne? Dabei sitzt man ja vorne im Auto, hinge merkt man ja nichts. Ne? Und ich meine, die modernen Motoren sind ja auch bestimmt nicht so schlimm, wie die damals waren. Und damals waren die schon ja nicht so negativ dafür, ne? Also für den Diesel, ne? Und jetzt habe ich da mal so reingeguckt, ne, in dem Automotorsport, was die da so geschrieben haben. Und da sehe ich erstmal, sehe ich Marlboro, ne? Ist halt jetzt nichts mit Diesel, aber das war noch die Zeit, da durften die noch, ne? Ist ja verboten. Nicht, dass das dem Diesel auch so geht. Das also jetzt, was früher der Zigarett war, ne, von der Werbung her, dass jetzt der Diesel verboten wird, ist meine Sorge, ne. Aber gut, wollen wir mal gucken, ne. Der Diesel, ne. Der Diesel ist natürlich immer Thema, ne. Hat ja der Rudolf Diesel 1892, ne, ist der auf die Idee gekommen, hat der Patent gemacht, ne. Patenter Kerl, ne. Und natürlich, bei Diesel denkt man immer an Mercedes, weil die Taxen, ne, die Taxen waren ja immer oder sind immer Diesel, ne. Und hier wird erklärt, Feuer und Flamme, Verbrennungsverfahren des Dieselmotors, ne. Da wird geschrieben und geschrieben, kann man eigentlich sich gar nicht alles merken, ne. Theorie und Praxis ist natürlich immer zweierlei, ne. Theorie ist das eine, Praxis ist das andere, ne. Und die sollen sparsamer sein, die Diesels, ne. Stimmt auch. Kostet nichts, ne? Also jetzt, ne? Hier haben wir Werbung. Dann wird hier Aufladung von Dieselmotoren. Gut, Turbo hat man ja, ne? Ist klar. Muss ja sein, ne? Hier wieder Werbung. Es ist alles der Diesel, ne? Schall und Rauch. Ist der Dieselmotor wirklich umweltfreundlich? Da gehe ich jetzt mal gar nicht drauf ein. Damals haben sie so ein bisschen hin und her und wissen nicht, ne? Aber okay, müssen wir sehen, wie es weitergeht. Ne? Gibt es große Dieselmotoren und es gibt auch ganz kleine, so klein wie ein Streichholz. Ne? Kann man sehen, ja. Also, ich meine, Diesel auf allen Größen. Ne? Da kann man auch hier lernen, wie Diesel hergestellt wird. Ne? Wahrscheinlich ähnlich wie Heizöl. Es soll ja ganz Findige geben, die tun Heizöl rein. Ne? Aber. Soll man nicht machen, ne? Wir sind ein bisschen betrügerisch, ne? Früher hat man gesagt, die Bauern, ne? Die fahren alle Dieselmotoren, ne? Weil sie für die Trecker das haben, ja. Und das sind jetzt hier so die Dieselmodelle, die damals in waren, ne? Der Audi, der Peugeot, ne? Mercedes sowieso, Citroën, ne? Volvo, Passat. Ja, Fiat, ne? Ist klar. Das ist natürlich immer. Ja. Die kleinen Diesel, der Dieselkonsum, da geht es jetzt darum, was die alle so verbrauchen. Da kann man studieren. Es ist bei dem kleinen Auto wenig, beim großen was mehr. Ist ja immer so, ne? Die großen verbrauchen ja immer ein bisschen mehr, als wie die kleinen verbrauchen tun, ne? Ja, was die alle verbrauchen, ne? Da sind Verbrauchswerte. Wenn ich da mal so gucke, Testverbräuche, die liegen alle so bei 10, 11, 12, 13 Liter, ne? Und ich verbrauche 5,6. 6 Liter, je nachdem, wie schnell. Da sind die rund gefahren. Mit zwei Autos um die Welt. Diesel. Ne? Kriegst ja überall. Kannst du ruhig um die Welt fahren. Da siehst du jetzt an Lück. Da siehst du jetzt an Lück. Überall. Ne? Und interessant bestimmt. Ne? Aber du kannst ja auch hier rumfahren. Brauchst ja nicht um die Welt fahren. Ne? Brauchst du nicht. Wenn du Diesel hast, kannst du auch zu Hause bleiben. Ne? Weil der Aral gibt immer noch, ne? Da siehst du Dauerbrenner. Wie langlebig und wirtschaftlich sind Dieselautos? Ja, die sind ja extrem, ne? Du siehst ja manchen,
Taxifahrer, der sagt, ich habe 500.000 im ersten Motor und ich weiß ja nicht, warum ich mir einen neuen kaufen soll, ne? Sagt man so. Wird bestimmt so sein. Taxifahrer lügen nicht. Also, sag ich jetzt mal, ne? Guck mal hier. Camel. Kennt ihr das noch? Aber nach Zeiten, ne? Ich rauche ja nicht, ne? Habe ich nie so. Und deswegen ist mich das auch egal. So. Ja, Diesel ist alles schön und gut, ne? In den Sternen, die Zukunft des Dieselmotors in Personenwagen. Das steht da schon, 1979 hat man schon gesagt, ne? Und da war Amerika schon, die da auf die Bremse treten wollten, steht hier im Text, ne? Aber gut, bis jetzt fahren sie noch, ne? Geht alles ein bisschen langsam, obwohl die Diesels auch schnell fahren, ne? Ja, das war jetzt mal zum Thema Diesel, was man 1979 dazu gesagt hat. Hier steht noch mehr drin. Hier ist auch noch Rehwahl, für die, die es interessiert. Ne? Rehwahl. Wer Rehwahl raucht, nee, das war mit Rothändle. Ne? Naja. Aber was soll's. Einer kommt durch. Das ist immer gut, wenn einer durchkommt. Hoffen wir, dass wir alle durchkommen mit der Ware und immer gute Fahrt, egal ob Super oder Diesel. Der Hauptsache, es lübt. Auf Wiedersehen und tschüss.